Naja. Aber hier macht es ja tatsächlich irgendwie Spaß zu sammeln und zu craften und. Ich weiß auch nicht. Das hat hier irgendwie was. Ich finde, man wird hier auch ausgiebig belohnt. Ich so hinten bei der Wendersee. So stumpf da rein, 30.000 Sachen farmen musst. Also hier ist es irgendwie cool. Und du hast halt Disney-Charaktere. Die dir das Sammeln sogar noch vereinfachen. Der Maui ist gerade wieder in seiner Phase. Was mochtest du nicht, die Quest Sammeln 99 gehen? Wieder nein, mochte ich nicht. Ich habe sie gehasst. Ich habe sie abgrundtief gehasst. Ich weiß auch nicht, was mir das gebracht hat. Das war einfach nur stumpf dieses Zeug da sammeln. Ich hab's gehasst. Hier, er gibt mir wenigstens noch Steinchen plus. Ich hab gerade wieder die Steinchenphase. Okay, sämtliche Steine. Ihr wirst für deine Mühe belohnt. Man sammelt ja sogar nebenbei hier diese Erinnerungen. Also zum Beispiel, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, das ist durch das. Das ist Angeln, das ist Graben. Ich glaube, durch Dingens kriege ich gar nicht mehr so viel. Umgießen. Ein kleiner Nachthund. Du hast ja auf jeden Fall so kleine Aufgaben. Wodurch du hier beim Bergbau. Da kriegst du dann zum Beispiel so Erinnerungsstücke. Das ist wenigstens noch produktiv. Du wirst doch belohnt dafür. Steigst halt auf, kriegst dann noch irgendwelche schicken Sachen zum Anziehen oder für Möbel oder sowas. Ist praktisch. Nee, in FF, da kannst du mich mit jagen. Bin mir auch noch nicht sicher, ob wir das um 17 Uhr spielen. Kann sein, dass ich mich jetzt hier wieder in Disney festhänge. Aber am schlimmsten ist Fischen. Fischen mag ich hier in dem Spiel auch nicht. Es ist ganz cool, aber ich mag auch hier Fischen nicht. Fischen ist ein Graus. In jedem Spiel. Eigentlich müsstest du gleich aufsteigen. Mein lieber guter Maui. Ja. Stufe 10. Und ich krieg die super tolle Maui-Figur. Danke, Maui. Du kannst dich erstmal verpieseln. Okay, ich bin raus. Wo war Remy? Remy ist da unten. Denn jetzt kommt mein Hassjob. Angeln. Und ich hasse
angeln. Da ist Remy. Hi. Hallo! Lass uns abhängen. Laufen wir einfach mit Remy rum. Hey du! Deine kann ich loswerden. Und 10.000. Wunderbar. So, dann können wir jetzt Dagoberts aufwerten. Jetzt kriegt Dagobert seine Verbesserung. Einen schönen Tag noch. Danach sammeln wir wieder 20.000. Alter. Das Kleid da vorne ist schön. Hallo, hier bin ich. Boah, es gibt noch eine Verbesserung bei ihm. Oh, toll. Aber es macht Spaß. Das ist echt ein schönes Kleid. Auf 25? Auf 25, okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Was hat sich hier drin geändert? Oh mein Gott! Da ist ein Schaufenster hinzugekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool! 20.000 wollt ihr mich verarschen. Okay, ich nehme mir aber erstmal das hier. Hallo! Die Küchentheke. Passend für meine Küche. Ja? Ja, genau. Ein kleiner Plausch. Ai. Ich weiß nicht, wie ich das auf 20. Achso, Remy. Bonjour. Hi. So. Wir stacken Level up. Muss ich weniger angeln. Oh, auf den Rucksack freue ich mich. Und Sammlung. Event hier. Erntesalat. Erhalte Sternmünzen. So, sammeln wir schön weiter. Lieben Leid. 5.100 haben wir. Also Hälfte. Jetzt brauchen wir ganz viele Algen. Das ist keine Alge. Hallo Ariel. Alge. Danke, Remy. Angelt Remy. Nee. Achso, du meinst, wie er angelt? Oder? Mit einer Menge Fantasie vielleicht. Das hier ist alles zu magisch. Aber ich glaube, er verdoppelt mir das einfach nur. Also, ich angel und er verdoppelt es mir. Also, er angelt eigentlich gar nicht mit. Er steht einfach nur da. Huch. Hm.
Langsamer Rückzug. Ja, ich weiß auch nicht, wie er an die Fische kommt. Bin ich ganz ehrlich. Das war jetzt einfach nur eine Theorie. Was machen hier eigentlich so viele Leute? Nein, jetzt angeht die Alte mit. Alter, ich brauche eine Alge. Keine Fische, Algen. Warte mal. Zählt das als Zutat? Nee. Warte mal, als was zählt das denn? Fisch? Fisch. Bin dann noch Strand vergessen. Okay, also überall. Das Problem ist, für die Schildkröten brauche ich auch Algen. Alge. Mach ich einmal fix. Ich habe jetzt ja zwei Algen. Ah ne, drei sogar. Drei Algen. Yay! Ich habe auch eine Schildkröte. Also heute ist Tag der Tiere. 10 von 41 habe ich. Was wird mehr? Mit Teetasse. Teekanne. Nicht die Tasse. Wo ist die andere Schildi? Da. Ah ja, die Schildkröte habe ich ja schon. Die anderen kriege ich halt noch vormittags. Oder nachts, beziehungsweise vormittags. Warum? Was gibt's diesmal? Noch so was Schönes. Düsteres Blumenarrangement. Das war verkackt. Und Remy ist Level 5. Ich brauch keinen Fisch. Ich brauch Alge. Was will die Alte eigentlich von mir? Es scheint zu feiern, dass ich da angel. Das ist, wenn dein Körper einfach nur nach hinten schreit, wenn man einfach liegen will. Ja.
Kenn ich. Kenn ich. Hab ich sehr oft. Ist zwar meist nicht lang bei mir, aber ich kenn's. Wie viele Algen brauche ich eigentlich für die Fasern? Dann leg dich hin. Lieg, wie du noch nie zuvor gelegen hast. Jo, ich muss so mal ein bisschen Nahrung holen. Oh. Was kriege ich diesmal? Geld. Wow. Wieso kannst du denn nicht? Okay. Ja gut, das verstehe ich. Das verstehe ich. So. Ein paar Algen brauche ich noch. Das ist ein Fisch. Das wird nicht besser. Oh, ich habe Ariel gefangen. Oh ne. Hier ist wieder einmal voll ins Netz rein. Wäre lustig gewesen, wenn sie dann tatsächlich am Haken gehangen hätte. Stufe 6. Es gibt mir doch noch mal ein paar Algen. Also die Algen sind echt wählerisch. Ja. So, das sollte jetzt aber reichen. Okay. Wie viel Seile brauchte ich? 4. Wo ist das kaputte Boot? Da hinten. Okay. Ah, das ist klar, Luna.
War ich bei Maui eigentlich schon in der Höhle drin? Ja, scheinbar. Ah, nee, doch nicht. Ben Maui ist sehr dankbar für das, was er für das Dorf tut. Er zögert nicht, sein Eigenlob zu singen, aber naja, er hat nicht Unrecht. Holzkiste ist dazugekommen. Ja, als nächstes muss ich Ariels Ding da fertig machen. Da kommt Vajana. Hi. Bitte hier. Nimm und sei glücklich. Du hier. Großartig. Oh. Denn wir haben viel zu tun. Das ist perfekt. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich werde es reparieren und anschließend mit dem Fischen beginnen. Sieh beim Boot vorbei, wenn du kannst. Die Fische, die ich fange, lass ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Hey! Hast du das Ding gefunden, das aus dem Boot gefallen ist? Was ist das? Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist seltsam. Ich werde sie vorerst sicher aufbewahren, bis wir wissen, was wir damit machen. Wir versuchen, einige Informationen darüber zu sammeln. Vergiss nicht, auf dem Boden nachzusehen. Die Fische, die ich fange, lasse ich dir dort. Ja. Toll, lass uns später. Nächster Fisch in 29 Minuten. Okay. Ja, ihr habt alle hier noch extra Aufträge für mich, ich weiß. Von 6.100. So viele Nebenaufgaben habe ich noch. Okay. Als nächstes wollte ich ja Merlins machen, ne? Champignons Smaragd. Gereinigte Nachtschirm. Oh. Okay. Nachtscherben. Das und die Champignons sind ja weniger das Problem. Was Smaragde. Ich hätte die anderen beiden Donnen doch nicht verkaufen sollen. Ich dachte, sie braucht nur zwei Smaragde. Egal. Keine. Auch keine. Nein. Champignons. Ich habe tatsächlich keine Nachtscherben mehr. Bitte endlich, bitte. No. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Okay. Starte mal kurz. Oh, nee. Okay. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, starte mal kurz neu.
So, Smaragde. Bei der Tapferkeit, Lichtung des Vertrauens. Und die Champignons gab es Lichtung des Vertrauens. Okay. So, und... Muss ich irgendwie zusehen, dass ich Nachtschwärmen hinkrieg. Ne, das sind die Würmer. Okay, da komme ich jetzt eben durch. Da bin ich mir. Wenn du mir das möchtest, darfst du das tun. Ich will es wissen. Hab's gelesen. Bräuchte noch fürs Event. Ja, alles gut. Hier. Ist denn da irgendwas? Da ist noch was. Das ist alles nur, damit wir da rüber können. Nee, das ist keine Nachtschabe. Nee, da sehe ich auch keine. Kristall. Aber Champignons habe ich jetzt auch keine gefunden. Was soll das denn? Warte, Champignons. Einen schönen Tag noch. 10.000 braucht er auch. Na, wie geht's? Geht super. Okay. So. Ich dich auch, Luna. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger, die Sachen zu finden. Ich dachte, ich hätte noch so viele Champignons. Und allgemein noch ein paar Nachtscherben. Ich brauche jetzt erstmal 20 Nachtscherben. Da sind welche. Um eine
glänzend daraus zu kriegen. Ja, ja, ja. Mach das, Luna. So, 4 von 5. Das könnte noch einer werden. Okay. Aber egal. Ich habe genug davon. Jetzt Nachtscherben. Überall. Ja, das grenzt es jetzt ein. Und Bumping-Jungs. Es gibt Nachtscherben. Waren das wirklich 20, die ich brauchte? Ich habe jetzt 6. Ich geh mal kurz Luki machen. Ah, davon brauchte ich 20. Okay. Hoho. Wunderbar. Okay, ich brauche nur noch Champignons. Gut, ich brauche allgemein trotzdem noch Nachtscherben. Erinnert leider nicht an der Tatsache. Was ist denn noch? So, aber Champignons. Ich krieg die wahrscheinlich auch nur hier raus, ne? Nur wenn sie hier irgendwann mal spawnen. Es ist gerade keiner da. Wie lange brauchen die denn? Warte mal. So, ich will mal nachgucken. Frag mich. Okay, es dauert. Die brauchen sehr, sehr lange, bis sie spawnen. Ja, das merke ich. Jetzt merke ich, dass sie lange brauchen. Hallo, ich muss mit dir reden. Hi. Gut. Was habe ich denn noch für Aufgaben?
Mit Dagobert müssten wir halt reden. Reden wir erstmal mit Dagobert. In beiden Fällen. Ist er denn überhaupt zu Hause? Nee. Er ist da hinten. Ist die Frage, ist er oben oder ist er unten? Er ist oben, okay. Hallo Dagobert. Hast du eine Minute Zeit? Yep. Sei gegrüßt, Nachbar. Ein Haus für die Ente. Du siehst aus, als ob du mich um einen Gefallen bitten willst. Es ist nicht für mich, es ist für Donald. Er braucht Hilfe bei der Reparatur seines Hauses. Mein Taugenichts von Neffe braucht also Hilfe, was? Wie ich Donald kenne, will er sie umsonst. Warum soll ich bei diesem Unterfangen Geld verlieren? Weil er zur Familie gehört? Ha, er mag zur Familie gehören, aber er behandelt mich wie seine persönliche Sparbüchse. Aha. Natürlich hat er etwas Gutes getan, um dem Tal zu helfen. Gut, ich gebe dir etwas, das Donald helfen kann, helfen wird. Hier bitte. Was ist das? Die Baupläne für Donalds Haus. Du brauchst sie, wenn du es reparieren willst. Das ist noch nicht alles. Du wirst auch ein Bootsreparaturset brauchen. Wie viel wirst du mir dafür abknöpfen? Oh, so etwas habe ich nicht auf Lager. Das wäre nicht rentabel. Du kannst es selbst herstellen, wenn du etwas auf Weichholz, Hartholz, Seil und Eisenbarren sammelst. Freundlichen Dank. Willst du mich verarschen, oder? Hallo. Ah, mein Königreich für eine Schriftrolle. Sei gegrüßt, Adaria. Meine Güte, du siehst aus, als ob du Geschäfte machen möchtest. Ich weiß, dass du einen komischen Gegenstand namens Sonnenschriftrolle in deinem Besitz hast. Kann ich dir die abkaufen? Oh, du brauchst dich zu bezahlen, Adaria. Ich würde ihn in Betracht ziehen, mich gegen einen kleinen Gefallen davon zu trennen. Du hast vielleicht ein paar widerliche Gestalten im Dorf bemerkt. Ich vermute, sie haben flinke Finger. Ich muss meinen Laden vor Dieben schützen. Deshalb möchte ich etwas installieren, das alle Eingänge und Ausgänge überwacht. Ich habe auch schon einen Entwurf dafür im Kopf. Es sieht aus wie eine Pflanze mit einer ganz besonderen Frucht. Ich nenne es Mikrofonbeerenbaum. Okay. Du scheinst kein Freund von Wortspielen zu sein. Lass dich von meinem Geschäftstalent nicht täuschen, Adaria. Ich kann ein Spaßvogel sein. Nun, wenn du die Sonnenschriftrolle willst, weißt du, was du zu tun hast. Der Mikrofonbeerenbaum sollte wie eine Topfpflanze aussehen. Du brauchst dafür Weichholz und Erde. Außerdem einige elektronische Bauteile. Ich bin mir sicher, dass du eine Box mit diesen Bauteilen in Wallys Haus finden kannst. Ein einfallsreiches Kerlchen, der Kleine. Sobald er fertig ist, kannst du ihn vor meinem Laden platzieren. Dann gebe ich dir die nötigen Informationen. Auf Wiedersehen und bis bald. Sei gegrüßt, Nachbar. Wie ein Aufbau des Tals, die Lichtung des Vertrauens. Vor dem Vergessen war die Lichtung des Vertrauens ein großartiger Ort. Das könnte sie wieder sein. Es braucht nur ein bisschen Arbeit, um sie angemessen zu dekorieren. Keine Sorge, ich werde versuchen, diesen traurigen Sumpf in einen Ort zu verwandeln, der sonnig und einladend ist. Ich habe keinen Zweifel, dass du Erfolg haben wirst, Altarien. Freundlichen Dank. Hätte wie viele Aufträge hat der? Bei dem Monster von Loch Ness. Ich bin wütend. Hör dir das an. Eine hinterlässige Krakenfrau macht zwielichtige Geschäfte mit meinen potenziellen Kunden. Nun, wie ich Kraken kenne, was ich nicht tue, wird sie sich im Wasser verstecken. Könntest du sie im Blick behalten? Ich kann Gauner jeglicher Art nicht aufstehen. Klingt schlimm, aber ich kann helfen. Das ist die richtige Einstellung. Wir werden die Schurken entlarven oder ich heiße nicht Dagobert Duck. Das ist der Plan. Du gehst und bittest sie um einen Wels. Sie sind in den Gewässern des Dorfes sehr verbreitet. Dann werden wir sehen, was sie dafür haben will. Sie wird bestimmt versuchen, dich über den Tisch zu ziehen. Lass mich also wissen, was sie gesagt hat. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay. Ich weiß, da hat Holz, Eisenbarren, Seil. Alter. Mit der Tapferkeit. Ich weiß halt doch nicht. Ja, Remi, ich nehme deins auch mal an. Ich weiß, dass ich früher mehr Rezeptbücher hatte. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo sie sind.
Dinge zu vergessen ist ein häufiges Problem. Mickey weiß vielleicht noch, wo sie sind. Glaubst du? Ich schätze ja schon eine Weile hier. Wenn du Zeit hast, könntest du ihn bitte fragen, ob er meine Rezeptbücher gesehen hat? Wir sind ein gutes Team. Könnte ich? Also ich kann einmal kurz gucken, ob die Champignons wieder da sind. Hier einfach jetzt regelmäßig gucken. Ich habe echt nirgends von mir in meinen Kisten Champignons. Kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, aber es wird wahrscheinlich so sein. Da ist das Krokodil. Nee, tatsächlich kein. Keine Champignons. Ich glaube, an der Aufgabe sitzen wir eine Weile. Erde. Okay. Zehn Möbelstücke. Ich guck mal kurz, was ich herstellen kann. Für den Wald. Hier sind noch Dinge drin, okay. Den bestreuten Weg hätte ich gerne. Das hätte ich gern. Okay. Dann schaue ich mal, was ich in dem Wald machen kann. Ich könnte... So. Okay. Dann... So. Wunderbar.
Oh, was bauen wir denn dahin? So. Das dahin. Wie viele Gegenstände fehlen noch? Okay, 10 haben wir. Perfekt. Wege zählen wohl auch. Ist er da drin? Ist er. Irgendwo. Okay. Donald regt sich wieder auf. Hallo. Der weitere Tapferkeit sieht prächtig aus. Gut gemacht, Herr Dyer. Wie ich immer sage, eine solide Investition wird sich eine solide Belohnung bringen. So. Ich könnte auch noch weiter angeln. Wir brauchen ja wieder Fasern. So. Ich will eigentlich nur mal Champignons. Aber ist nichts da. Da auf der anderen Seite sehe ich. Hm? Da hinten. Da sehe ich Champignons. Aber nichts, was ich jetzt so erreichen könnte. Um auf die andere Seite zu kommen, brauche ich leider Champignons. Na gut, ich könnte hier aber nach Hummer suchen, ne? Jo. Aber ich glaube, ich mache einmal eine ganz kurze Pause.